Ja, herzlich willkommen zum Diskussionsforum Alternatives to be Discussed zur neuen Konfiguration ästhetischen Wissens im Design. Hier im Morgenpanel quasi das, am zweiten Tag des Kongresses der Deutschen Gesellschaft für Ästhetik mit dem Schwerpunkt Ästhetik und Erkenntnis. Wie der Titel sagt, befassen wir uns heute mit dem ästhetischen Wissen und dessen Neukonfigurationen im Kontext eben auch des Global Turns, sowohl inhaltlich wie auch methodisch, wie auch praktisch mit den verschiedenen Ebenen des Designwissens. Konzipiert ist der Panel von Martina Finneder, Professorin für Designtheorie und Designforschung an der Bergischen Universität Wuppertal, und mir, Elke Gaugele, Professorin an der Akademie der Bildenden Künste mit dem Schwerpunkt Moden und Styles und kontextuelle Gestaltung. Ich werde Sie heute in dem Panel in meiner Funktion als Chair und Moderatorin begleiten. Wenn Fragen da sind aus dem Publikum, bitte in diese Q&A-Funktion hineinschreiben. Wir werden immer wieder, vor allem dann in unserem zweiten Teil des Ablaufes, dann auch genau Zeit haben, auf diese einzugehen. Thema, wie gesagt, ist die das ästhetische Wissen im Design, das hier im Mittelpunkt unserer Debatte steht, wie dieses im Kontext der Diskurse um Practice-Based Design Research und wie gesagt auch den interdisziplinären Neukonfigurationen des ästhetischen Wissens, das in verschiedenen Disziplinen quasi auch virulent ist, in Verhandlung begriffen ist. So möchten wir zum einen eben methodische Zugänge diskutieren, aber eben auch inhaltliche Perspektiven für die Disziplin. Und wir bewegen uns zum einen eben in so einem Dreieck, würde ich sagen, das historisch als Designerly Ways of Knowing ja, bezeichnet wurde, im Spannungsverhältnis zu Verfahren, die im weitesten Sinne eben auch das Verhältnis von Gestaltung und Gesellschaft in den Mittelpunkt rücken, Social Design, Critical Design, Participatory Design und eben auch einem Spektrum der sogenannten Inventive Methods, die aus den Sozialwissenschaften, aus der Soziologie, aber auch aus den Kulturwissenschaften methodisch Wissensproduktion viel näher jetzt zu ästhetischen Verfahren verorten, sich als Forschungsmethoden geöffnet haben und auch hier quasi anschlussfähig sind mit Design Research in eine Beziehung zu gehen. Zum anderen, ich habe es schon gesagt, geht es uns auch um große inhaltliche Agenden, die das Anthropozän, das jetzt wo Design sowohl was die Disziplin auch in der Produktion, in der Rezeption, aber auch der Kritik ästhetischer Objekte betrifft, eben komplexen Problemstellungen ja, herausgefordert ist, die sich auch in intersektionalen Kontexten von Globalisierung, Dekolonisierung, Partizipation, Demokratie, Digitalisierung, Klima- und Nachhaltigkeitsdebatten bewegen, um nur einige zu nennen. Und ich möchte jetzt in den Chat stellen, so ein bisschen die Vorgangsweise, die wir, genau, jetzt geht der bei mir schon mal nicht auf. Moment, doch. Wie wir heute, na dann mache ich es, sage ich es und stelle es nachher rein. Wir werden zum einen jetzt die Beiträge der Kolleginnen hören. Und im Anschluss an die jeweiligen Kurzpräsentationen, die ungefähr 10 Minuten dauern, wird es immer ein Mapping geben. An der Map möchte ich Ihnen schon mal vorstellen, Felix Fastenrath von der Bergischen Universität Wuppertal, der genau uns in dem Mapping begleiten wird. Das heißt Kurzpräsentationen, dann gibt es eine erste Verortung quasi der Forschungszugänge. Und wenn wir damit durch sind, machen wir eine kurze Pause und dann steigen wir in die Panel-Diskussion dann ein, die ich nochmal näher ausführen werde dann. Ich möchte für den ersten Vortrag meine Kollegin Martina Finneder vorstellen, die Design- und Kulturwissenschaftlerin ist, Professorin für Designtheorie und Designforschung an der Bergischen Universität Wuppertal.
Arbeitsschwerpunkte sind Geschichte, Theorie, Material Culture, ökologisch und sozial motivierte Design- und Konsumkulturen, alternative ästhetische Praxen sowie auch Methodenentwicklungen zur Design- und Kulturforschung. Sie ist Herausgeberin und Autorin von Büchern und Artikeln mit dem Schwerpunkt Social Design zum Leben und Werk Viktor Papaneks und eben auch Kuratorin vieler wegweisender Ausstellungen in diesem Feld. Ein Sammelband, den Sie vielleicht kennen, von Martina Finneder, gemeinsam mit Johannes Lang herausgegeben, ist der Sammelband Zwischenmenschliches Design zur Sozialität und Soziabilität durch Dinge. Martina, ich übergebe dir. Dankeschön. Seht ihr einen entsprechenden Ausschnitt meines Bildschirms, der passt? Yes. Super. Vielen Dank, Elke, für die Einführung und Vorstellung. Ich freue mich sehr, dass wir heute dieses Panel hier gemeinsam vorstellen und präsentieren, darf aber zusätzlich noch zwei Projekte präsentieren, die im Bereich des Social Design angesiedelt sind und die Fragen sozialer und ökologischer Nachhaltigkeit in postindustriellen und posttraditionalen Lebens- und Arbeitskontexten behandeln. Gemeinsam haben die zwei Projekte weiters, dass sie über das experimentelle Forschen mit Dingen und durch Dinge einen Beitrag zur Neukonfiguration ästhetischen Wissens im und für das Design leisten. Das erste Projekt stammt aus der Forschungsarbeit Commons als Denkweise und Innovationsstrategie im Design. Bei diesem Projekt hat eine interdisziplinäre Forscherinnengruppe rund um das Institute of Design Research Vienna sogenannte Gemeinwohl- und Gemeingutlogiken untersucht. Und unser Ziel war es, die Entwicklung sogenannter Design Pattern for Future Commons. Und der Ausgangspunkt war die Beobachtung, dass eine weltweit wachsende Zahl junger Gestalterinnen ihre Ideen von Wissens- und Produktionscommons realisieren, diese aber weitestgehend als avantgardistisch oder sogar gegenkulturell aufgenommen werden, weil sich ihre Logiken grundlegend von jenen der kapitalistischen Marktwirtschaft unterscheiden. Diese jungen Leute oder diese Commoners, wie man sie auch nennt, treten dafür ein, Gemeingüter wie Gut und Boden, Rohstoffe wie Wasser, aber auch Wissen gemeinschaftlich herzustellen, zu pflegen oder zu nutzen. Und konkret untersucht haben wir Produktionscommons, die sich mithilfe digitaler Technologien und mit frei zugänglichen Daten und Programmen, Stichwort Open Source, lokal operierende, aber global vernetzte Communities bilden. Darunter etwa die Bionic Your Hand, eine technisch hochwertige Handprothese, das Air Quality Act von Vicky Device zur einfachen und weltweiten Messung von Luftdaten durch Bürgerinnen oder das WikiHouse und WikiVillage, ein frei transformierbares digitales Baukastensystem für leistbares Wohnen. Für die Feldforschung haben wir die Projekte in der Ausstellung Stadtfabrik Neues Design, Neue Arbeit, Neues Design so rum, im Museum für angewandte Kunst in Wien eingebaut und dieses über die eigens entwickelte Methode des Ausstellungsinterview-Rundgangs als ein räumlich begehbares Forschungssetting genutzt. Die Methode wurde gemeinsam mit Luise Reitstetter von der Universität Wien entwickelt. Und konkret wurden dabei im Dialog mit Interviewpartnerinnen aus Wirtschaft, Industrie, Politik und Design Wahrnehmungen zu Commons-Logiken erhoben. Also wie werden diese anerkannt, abgelehnt, welche Zustimmung finden sie? Zentral bei diesem Zugang ist die Rolle der Dinge, die einerseits kulturelles Wissen materialisieren und andererseits zum Verbalisieren ihrer Wahrnehmung anregen. Im Aufeinandertreffen des Wissens über die Commons, das in der Ausstellung vermittelt wird, und dem Wissen der Interviewpartnerinnen, das diese im Gespräch über die Ausstellungsobjekte einbringen,
entwickelt sich ein Prozess gemeinsamer Erkenntnis und Bedeutungsproduktion. Mit Hirschauer könnte hier auch von Performed Knowledge gesprochen werden. Neben der Wahrnehmung und Deutung der Objekte setzen wir insbesondere auf die multisensorischen Aspekte des Forschens über Objekte im gemeinsamen Gehen. Nach Monika Büscher und John Urry, Body Sense and Make Sense of the World as they move bodily in and through it, creating discursively mediated scenescapes that signify social taste and distinction, ideology and meaning. Anders als bei herkömmlichen Interviews, die im Sitzen durchgeführt werden, nutzen wir deshalb den Grundriss der Ausstellung als Leitfaden. Dieser gibt eine grobe Route vor, die sinnlich-ästhetischen Appelle, die von den Objekten ausgehen, regen zum Verweilen und Schauen und zum Sprechen an. Bei den besprochenen Artefakten handelt es sich um Fotos, Manifeste, Modelle, Prototypen, aber auch Videointerviews und Filme. Sie zeichnen sich weniger durch ihren Repräsentationscharakter aus, als vielmehr durch ihren Prozesscharakter. Das trifft auch auf das improvisiert anmutende Ausstellungsdisplay zu, das ja einen wesentlichen Beitrag an der Gestaltung des Erfahrungsraums Ausstellung hat. Im Hinblick auf die ästhetischen Erfahrungsraumausstellungen und den Designkontext der Commons-Projekte ist bezüglich dieser improvisierten Anmutung das Wort schön in den Rundgängen als Reaktion der Interviewpartnerinnen auf die Objekte besonders bemerkenswert. So benutzten die Interviewpartnerinnen das Wort schön kaum, um ein Objekt im Zuge einer formalästhetischen Auseinandersetzung zu qualifizieren. Vielmehr diente ihnen das Adjektiv dazu, Wertschätzung für das sozial- und oder ökologische Engagement der Initiativen und Projekte auszudrücken. Dementsprechend lenken die aus den Interviews und Rundgängen gewonnenen Erkenntnisse die für Entwicklung der eingangs erwähnten Muster für künftige Design-Commons in eine eindeutige Richtung. An oberster Stelle stehen soziale Relevanz der Projekte und ihr Initiativcharakter, gefolgt von Kriterien nachhaltigen Designs wie Modularität und Leistbarkeit. Okay, andere Farbe, anderes Projekt. Mit dem zweiten Projekt bleibe ich thematisch beim Thema kollektives Gestalten und Nutzen von Dingen, wandere allerdings in den privaten Bereich des Wohnens. Und am Beispiel einer Hausgemeinschaft frage ich nach der beziehungsstiftenden Wirkung von gemeinschaftlich genutzten Dingen. Inwiefern initiieren und gestalten Dinge zwischenmenschliche Beziehungen mit? Welche besondere Rolle spielt die ästhetische Verfasstheit der Dinge für das zwischenmenschliche Wahrnehmen und Erleben? Den Anlass für diese Auseinandersetzung bot der Band Zwischenmenschliches Design, der von Johannes und Lang und mir 2020 herausgegeben wurde. Das Soziale verstehen wir hier dezidiert als zwischenmenschlich, weil wir der Meinung sind, dass sich soziales Design auch immer mit der Frage beschäftigen sollte, wie gestaltete Dinge Beziehungen zwischen Individuen oder verschiedenen Gruppen von Menschen gestalten oder mitgestalten. Allgemein betrachtet untersuche ich Prozesse zwischen Individualisierung und Vergemeinschaftung in posttraditionalen Gesellschaften. Dabei handelt es sich um Prozesse der Ausdifferenzierung und Neuformulierung sozialer, politischer, kultureller Wertvorstellungen, die sich über die Schaffung spezifischer Wahrnehmungsszenarien vollziehen. Konkret betrachte ich die kollektive Nutzung einer alten Mühle im ländlichen Österreich, in der 18 Personen in unterschiedlichen Familienkonstruktionen leben und arbeiten. Methodisch baue ich, wie im Beispiel vorher, auf qualitative Interviews, die mittels Sensory Object Elicitation in der Forschungspraxis des gemeinsamen Gehens geführt werden. Wohnen gilt mir hier im soziologischen Sinne als eine ästhetische Alltagspraxis, die über den Umgang mit Dingen vollzogen wird. Jeder Lebensraum, in dem mehrere Personen mit unterschiedlichen familiären, kulturellen und sozialen Hintergründen zusammenkommen,
ist ein sich wandelnder Erfahrungsraum, der immer wieder neu durch seine Nutzerinnen und deren Reaktionen auf ihre materielle und nicht materielle Umwelt gestaltet wird. Nach Herbert Mead kann ästhetische Erfahrung hier auch als kommunikativer Prozess verstanden werden. Ich zeige jetzt in aller Kürze einige Beispiele, wie Gemeinschaft durch Dinge erlebt und erfahren wird, positiv wie negativ, und die Ergebnisse dieser Rundgänge sind. Zum einen sogenannte von den Hausbewohnerinnen als Perlen und Herzstücke gezeichnete Objekte und Räume, die wesentlich zur Gründung, also überhaupt zur Initiierung dieser Gemeinschaft beigetragen haben. Das betrifft vor allem den historischen Baubestand. Ein Ding, durch das die Bewohnerinnen ihre unterschiedlichen kulturellen und religiösen Prägungen verhandeln, ein sogenannter Herrgottswinkel, der anstelle mit dem üblichen Kruzifix mit einer Schöpfkelle besetzt wurde. Hier sehen Sie noch Interview-Auszüge, die diese Reaktionen noch einmal deutlicher zeigen. Und dann auch sogenannte Antiperlen, die von den Bewohnerinnen als solche bezeichnet werden, durch die die Gemeinschaft als negativ erfahren wird, wie dieser Schubladen aus Kunststoff. Das Beispiel zeigt, dass ein rein an der Nützlichkeit orientiertes Ding die geleistete Strukturierung nicht notwendigerweise auf zwischenmenschlicher Ebene erfahrbar macht. Dann Dinge, die eine konsensstiftende Wirkung haben, wie diese temporäre Toilettenkabine aus gelben Schalungsplatten. Sie ist ein Provisorium, das der Gemeinschaft als Ventil dient, um unterschiedliche Auffassungen von Hygiene und Gender zu verhandeln. Ebenso wie das Beispiel daneben. Das zeigt, wie ein sogenanntes Hyperobjekt nach Timothy Morton sowie die stetig schwelende Hochwassergefahr eine Rolle für die Planung von Renovierungs- und Umbauarbeiten in der Mühle spielt und die hier anhand von spaßigen Zeichnungen und über das Gestalten verhandelt werden. Also abschließend lassen sich hier Überlegungen für künftige Modelle des Güterteilens aus der Designperspektive anstellen, nämlich die Initiierung und Stärkung kollaborativer Lebensstile über Design erfordert Methoden, durch die sich das Zwischenmenschliche sinnlich wahrnehmbar vermitteln lässt. Eine entsprechende Designpraxis spricht eine Einladung an mögliche NutzerInnen aus, sich über ein physisch-räumliches Setting einzubringen. Das Ziel ist eine affektiv-reflexive Forschungspraxis, die einem prozessualen und inklusiven Gestaltungsverständnis zuarbeitet. Da abschließend mit Karl H. Hörnig gesprochen, ein solches Design vermeidet die Perfektion, es umgeht Abgeschlossenes und Endgültiges, um so immer wieder verändernde Bedeutungen durch veränderten Gebrauch zu provozieren. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Martina, für deinen Beitrag mit genau sehr viel aufmacht jetzt. Wir würden jetzt übergehen zum Mapping. Du hast eben hier auch verschiedene Keywords genannt, unter anderem offene postindustrielle Ästhetiken, kollaboratives Gestalten, multisensorische Forschung, Pluralität, Social Design. Ja, wo würdest du die auf der Map, die wir jetzt hier auch erstmal den ZuschauerInnen und unseren TeilnehmerInnen vorstellen, lokalisieren. Wie gesagt, wir beginnen mit einem Mapping der Keywords der einzelnen SprecherInnen und mit dem bewegen wir uns dann auch weiter. Also, ich würde gleich einmal mit Social Design beginnen. So als übergeordnetes Thema meiner Arbeit, also dieser zwei Projekte, die ich hier vorgestellt habe. Und würde das an der Kreuzung Partizipation, Demokratie zwischen Zugänge und Medium lokalisieren. Dann würde ich gleich weitermachen mit
jetzt habe ich meine eigenen Stichwörter irgendwo verlegt, gerade offene postindustrielle Ästhetik. Genau. Ja, das würde ich ansiedeln zwischen Ästhetik und Kritik und dann auch irgendwo zwischen Dekolonialisierung und Partizipation an dieser Kreuzung. Genau, als Form, als Reaktion auf quasi die hegemoniale Geschmacks- und auch Produktions- und Wirtschaftsweisen. Ne? Gut, dann das kollaborative Gestalten, Produzieren und Konsumieren würde ich auch auf Basis der Nutzung von digitalen Technologien, die ich auch jetzt hier vorgestellt habe, ob so als in Richtung zwischen Demokratie, Digitalisierung und auch bei Zugänge, Medium oder kann man dann auch vielleicht, wenn man stretchen würde, auch noch ein bisschen Richtung Methode schieben. Dann habe ich ja die multisensorische Wissensproduktion, die multisensorische Forschung, die würde ich anordnen bei Methode. Zwischen Methode und Ästhetik. Da geht es ja sehr viel um ästhetische Erfahrung in ästhetischen Erfahrungsräumen, einmal der Ausstellung und einmal dem Wohnen. Also das zwischen auch und auf der Höhe von Partizipation, Demokratie und dann zwischen Methode und Ästhetik würde ich das anlehnen. Ja? Gut. Pluralität und Vielstimmigkeit. Genau, das würde ich auch zwischen Kritik und Ästhetik setzen und dann auf der Höhe von, ja, und dann auch auf der Höhe vielleicht von Dekolonialisierung. Das, ja, weil es hier ja auch darum geht, einerseits natürlich auch einen offenen Zugang zur Ästhetik zu finden, aber natürlich auch eine in Frage zu stellen, na, wer spricht, wer gestaltet, wer hat einen Zugang und wer kann mitreden. Ja, gutes Stichwort, mitreden. Danke, Martina, für das Mapping und deinen Beitrag. Während wir alle vielleicht gerade im Umbauen sind, stelle ich Ihnen schon mal unseren nächsten Sprecher vor. Fabian Hemmert ist Designforscher und Professor für Interface und User Experience Design an der Bergischen Universität Wuppertal, wo er auch die Studiengänge leitet, Industrial Design und strategische Produkt- und Innovationsentwicklung. Im Zentrum seiner Forschung steht Research Through Design und auch Design Prototyping. Ein Anliegen ist ihm, Technik menschlicher zu machen. Er forschte unter anderem an der Berliner Universität der Künste im Design Research Lab und ist auch Autor zahlreicher Artikel zu sozialen Fragestellungen der Mensch-Technik-Interaktion. Fabian, the floor is yours. Danke. Ich habe natürlich auch zahlreiche Fragestellungen der Mensch-Technik-Interaktion mitgebracht und teile mal meinen Bildschirm. Sieht man was? Nein, schwarz. Es ist auch eine schwarze Folie. So, aber jetzt sieht man was. Da bräuchte ich einmal Daumen hoch, wenn man was sieht. Ja. Perfekt, dankeschön. Ja, ich freue mich sehr, hier sein zu können. Und das erste Projekt, was ich mitgebracht habe, heißt Powers in Play. Und das ist ein vom Auswärtigen Amt gefördertes Projekt, wo unsere Studierenden Brettspiele entwickelt haben. Und Powers in Play ist so ein bisschen ein doppeldeutiger Titel. Der kann ja übersetzt werden als Mächte im Zusammenspiel, wie es in der Politik hier oft der Fall ist, aber auch die Kräfte sozusagen, die im Spielen liegen. Und da sahen wir das große Potenzial, nämlich Spielen als Möglichkeit einzusteigen in eine möglicherweise ausgedachte Welt, möglicherweise in eine Rolle in der Welt, die zwar echt ist, aber eine Rolle ist, eine, die ich sonst nicht habe, um da vielleicht ein bisschen Empathie für Prozesse in der Politik gewinnen zu können. Oder
Einblicke zu gewinnen in die Komplexität. Denn Spiele sind sehr gut darin, Komplexität für uns irgendwie zu vermitteln. Wir sind da sehr bereit, uns darauf einzulassen. Und genau, das war das Ziel in diesem Projekt. Das erste Spiel, was wir hier sehen, heißt 2 Grad Celsius und ist von Alexandra Katznelson. Den Feind in diesem Spiel sehen wir auch, und das ist ein Thermometer. Das steht da auf dem Tisch und die 2 Grad sind sozusagen das, was niemals passieren darf. Und da arbeitet man dann kollaborativ. Alle spielen gemeinsam gegen das Spiel sozusagen und baut ein Energienetz auf und baut es um und versucht, die Versorgung zu gewährleisten und so weiter. Das zweite Spiel ist Crisis von Lisa Kupferschmidt. Da geht es darum, Krisen zu bewältigen. Und diese Krisen sind immer durch Ressourcen, die man hat. Da muss man so ein bisschen managen, auch wieder kooperativ. Und diese Krisen sind aber unvorhersehbar. Das sind diese Kartenstapel da unten. Die entwickeln sich. Die sind sozusagen in einer festen Reihenfolge. Jetzt passiert das. Und da müssen wir darauf reagieren. Und sobald wir reagiert haben, blättern wir die nächste Karte auf und dann passiert etwas anderes. Und das zeigt uns natürlich, dass Krisen nie planbar sind. Und das kann man in diesem Spiel sehr gut lernen. Das hier ist Grid von Danny Ludwig. Da geht es auch ums Thema Energie und um die Komplexität. Wir sehen es hier schon von Energienetzen. Ne? Da werden diese Städte immer größer und die haben mehr Bedarf. Und dann müssen wir das Netz nachschärfen und so weiter. Das ist total kompliziert und ist auch ein sehr langes Spiel. Ne? Da braucht man schon ein paar Stunden für. Und man lernt aber dabei natürlich, dass das einfach nicht einfach ist. Und das letzte Beispiel, was ich mitgebracht habe, ist Consensus von Carl Siepen. Das ist ein Meinungsabschätzungsspiel. Hier muss ich schätzen, wie wird sich die Gruppe entscheiden zu einem kontroversen Thema. Also es gibt verschiedene Themen. Zum Beispiel sollte die Sommer-Winterzeit EU-weit gleich sein. So, und da gibt es Pro- und Kontra-Argumente. Für manche Länder ist das sehr ungünstig, wenn es sozusagen immer Winterzeit ist. Und es gibt auch Gegenargumente. Und die werden schrittweise aufgedeckt. Und also, je früher ich richtig schätze, was wird die Gruppe sagen, desto mehr Punkte bekomme ich. Ganz spannende Dynamik, ganz simpel. Und das hat auch sehr gut funktioniert, es als Print and Play umzusetzen. Wir sehen das hier. Das haben wir nämlich bei allen Spielen gemacht. Corona kam genau sozusagen parallel mit unserem Projekt und alle blieben zu Hause. Wir konnten nicht in die Werkstatt. Alle Spiele gibt es nur als 3D-Renderings und als Print and Play. Und das hat sich herausgestellt, ist eigentlich ein Riesenpotenzial, weil so können jetzt zum Beispiel Lehrer alle Spiele in der Schule ausdrucken, ist alles schwarz-weiß, alles einseitig zu drucken, ganz simpel ausschneiden und dann kann man diese Spiele spielen. Und das hat sich total gut entwickelt. Alles ist Open Source verfügbar, kann auch weiterentwickelt, übersetzt werden und genau, das ist eigentlich ein positiver Nebeneffekt von der Corona-Situation gewesen, diese Print-and-Play-Entwicklung. Nächstes Projekt. Jetzt kommen wir zum Thema Mensch-Gott-Schnittstellen. Das war ein Projekt, das wurde vom Erzbistum Köln gefördert. Und da hatten die Studierenden die Aufgabe, hier sehen wir die Balance of Equality von Paulina Wagner, die Aufgabe, klassische katholische Prinzipien irgendwie in moderne Objekte zu übersetzen. Und diese Wippe hier zum Beispiel, die hat innen drin, man sieht da unten so einen dicken Balken, ein Gewicht. Und das Konzept ist so, dass das sozusagen Menschen in ihrem Gewicht, vor Gott sind alle Menschen gleich, ausbalanciert. Und das zeigt eigentlich ganz gut, worum es irgendwie in dem Projekt ging, ne? Moderne Prinzipien finden, die diese traditionellen Ansätze erlebbar machen. Ja, auch ein sehr schönes Projekt, das ist die Candle of Sins von Maximilian Kleiss und Tanta Dui. Da geht es darum, Sünden zu reflektieren und das funktioniert so, man bekommt zu Hause so diesen kleinen Behälter, den wir da unten sehen und der steht zu Hause und wir sammeln sozusagen jedes Mal, wenn wir uns einer Sünde, die wir begangen haben, gewiss werden, sammeln wir so ein kleines Wachspellet und dieses Wachspellet wird dann da reingeworfen und ist dann erstmal da, aber zu Ostern gehen alle in die Kirche und bringen ihre Wachspellets mit und dann werden zusammengeschüttet und dann wird daraus die Osterkerze gegossen. Nächstes Projekt. Das sind die Chests of Mindfulness. Das sind so Truhen und die stehen bei den Menschen zu Hause und die helfen beim Fasten. Und das funktioniert so, wenn ich etwas fasten möchte, vielleicht Schokolade oder ne, meine Fernsehfernbedienung oder was auch immer, mein Smartphone, kann ich das da reinlegen und die Box erkennt es und schließt sich automatisch. Ein kleiner Motor drin und ein Sensor, dann ist die erstmal zu.
es gibt auch keine Möglichkeit, sie wieder aufzumachen, außer jemand anderes bei sich zu Hause beginnt zu fasten. Denn in dem Moment, wo ich etwas reinlege, meine geht zu, geht eine zufällige andere Box auf. Ich bin sozusagen also auf andere Menschen angewiesen für das Ende meines Fastens und die müssen ihres beginnen. Ich zeige noch ein paar andere Sachen. Das hier sind die Flames of Prayers von Miriam Glöss und Katharina Kurm. Das ist eine Feuerstelle, die ihre Farbe wechselt und man weiß gar nicht so genau selbst, also chemisch weiß man sehr genau natürlich, warum wechselt die jetzt ihre Farbe. Man weiß nicht, welche Farbe kommt. Das ist ein bisschen auch ein zufälliges Element und das regt dann dazu an, oder so ist die Idee zumindest, die eigenen Gebete, die ich vielleicht an der Feuerstelle durchführe, zu reflektieren. Ne? Okay, was könnte jetzt ein blaues Feedback dazu bedeuten? Ein großes Thema in der Kirche ist natürlich Verbundenheit. Und die Kathleen Sommer hat sich überlegt, ein Licht zu entwickeln, was immer an zwei Positionen gleichzeitig brennt. Also es sind zwei Lampen. Und sobald ich die eine anzünde, das funktioniert wirklich, da ist ein Sensor drin und ein Funkmodul, dann geht die andere Petroleumlampe mit an. Noch ein Beispiel, das ist die Wall of Confessions, eine Beichtwand von Katrin Neumann und Ina van der Linde. Und das ist eine Wand, die steht draußen vor der Kirche und man schreibt seine Sünden da drauf. Und dann ist es so, dass das so ein bisschen halböffentlich ist. Ne? Die drehen sich, werden vom Wind gedreht vielleicht. Und vor allen Dingen werden sie vom Regen reingewaschen. Ja, das war das Mensch-Gott-Schnittstellen-Projekt und das ging dann irgendwann, war es vorbei, ne? Wir haben es dokumentiert und ganz spannend ist, es gab dazu dann Radiobeiträge und das wurde auch gehört und es ist tatsächlich zu Ostern letzten Jahres in einer Gemeinde so umgesetzt worden. Hier sehen wir also die Candle of Sins von Max und Tang und hier ist sie tatsächlich in der Kirche und da ist die Idee von den beiden zur religiösen Praxis hier in Form von Briefeinsendungen in dieser Gemeinde geworden. Ganz interessant. Gut, letztes Projekt. Das ist ein Film. Da brauche ich gleich nochmal ein Signal, ob man den sehen kann. Kommt was? Ja. Perfekt, gut. Das ist das Projekt AI-Cracy. Da geht es darum, die Frage, was wäre, wenn, ne, also AI-Cracy im Sinne von die Herrschaft der künstlichen Intelligenz, was wäre, wenn der Algorithmus regieren würde? Und das Projekt ist von David von Netzer, David Hirlich, Alexander Goertz und von CJ Weld. Und die haben sich eine Welt überlegt, in der das so ist und haben einfach spekulatives Designmäßig einen Film gedreht. Und in diesem Film sehen wir zahlreiche Alltagsobjekte. Zum Beispiel dieses Implantat, was man sich da irgendwie ne, in den Blutkreislauf koppelt. Und das sorgt dafür, dass alle Menschen immer glücklich sind. Hier sehen wir das, ne? Da kommt also dann irgendwie so eine Messung und aha, Mensch war unglücklich und dann gibt es ein Glückshormon oder so und dann sorgt es dafür, dass alle Menschen immer glücklich sind. Ja, und wir sehen hier die Julia, die ist eine sehr aktive und sehr brave Bürgerin und die joggt auch immer nur da, wo zum Beispiel Überwachungskameras sind. Und der Algorithmus quittiert das immer mit so einem kleinen Blinken. Ne? Die weiße Lampe bedeutet, ich passe auf, die grüne Lampe bedeutet, gut gemacht. Ja, und hier ist auch der Alex, der hat auch so ein Fitnessarmband, das haben alle Menschen in dieser Gesellschaft und der hat schon so ein bisschen auf Schlummern gedrückt, der ist nochmal liegen geblieben. Das ist jetzt nicht so der super aktive Bürger und es passiert aber auch nichts Schlimmes, Sie haben es gerade gesehen, einmal rot blinken ist das Schlimmste, was passieren kann sozusagen. Der Algorithmus gibt sozusagen immer Feedback. Genau, in diesem Alltag passieren jetzt natürlich so ein paar Sachen, die uns durch diese Objekte zeigen, wie sieht diese Welt denn eventuell aus. Genau, auch der Alex trägt dieses Happiness Patch und ist natürlich auch ganz zufrieden. Ja, und dann, der geht aber dann zum Beispiel durch diese dunkle Gasse zu arbeiten, da kann der Algorithmus nicht zugucken. Und das sind alles so Sachen, die in dieser Vision der Zukunft nicht so gut ankommen, sozusagen. Genau. Aber auch da, ne, mehr als ein rotes Blinken passiert da nicht, sozusagen. Trotzdem, der Algorithmus zählt Punkte für jeden Bürger und passt auf, genau, bewertet die auch so ein bisschen.
Kommt noch ein sehr schönes Bild. Das kann man nur in Wuppertal filmen, diese futuristische Bahn. Die übrigens vorne auch einen weißen LED-Streifen. Das hat uns natürlich sehr gut hier ins visuelle Konzept gepasst. Ja, ich glaube, wir müssten so langsam zum Mapping kommen, Fabian. Ja, das passt ganz gut. Wir hätten noch das Thema Einkaufen gehabt, aber ich glaube, das trifft es schon ganz gut. Dann teile ich jetzt mal, nein, Felix teilt seinen Bildschirm, richtig? Genau. Gut. Also ganz herzlichen Dank für diesen spannenden Einblick in deine Arbeit mit Studierenden und in die Vielfältigkeit der Projekte, die im Studiengang auch macht. Genau, ich glaube, du musst nochmal Screensharing beenden. Hat immer noch der Bildschirm angezeigt, damit Felix sich wieder genau einschalten kann. Und wir haben jetzt für dich die Stichworte Educating People und auch Shaping the Future, wo zwei Keywords, die wir jetzt so mitgenommen haben aus deinem Vortrag. Wo würdest du die hier in unserem Grid verorten? Genau, also Educating People, da sind wir vielleicht eher bei dem ersten, ne, mit dem Brettspieleprojekt, das ist ja sehr, sehr lehrreich, ne, und da sind wir wahrscheinlich irgendwo zwischen Demokratie und Medium vielleicht. Genau, und bei Shaping the Future, das ist natürlich vor allem das Letzte, auch wenn es kein Positivbeispiel ist, aber es kann ja so einen Reflexionsprozess anregen, da sind wir wahrscheinlich bei einer Partizipationsmethode und damit zwischen Partizipation und Methode. Damit würde ich mich wohlfühlen. Ja, das waren die beiden Keywords. Ich würde auch noch ein weiteres sehen, aber das können wir dann später mit Design und Politik, aber das können wir ja später auch nochmal genau diskutieren. Ja, ganz herzlichen Dank. Während wir hier wieder umbauen, digital quasi, möchte ich euch schon mal die nächste Sprecherin vorstellen. Bianca Kurzan ist Modedesignerin, arbeitet verschiedene Labels oder hat auch selbst Labels begründet, unter anderem Studio Bête Noire, Agentur V-Werk, Brand oder Iona Tech. Sie forscht als künstlerisch-wissenschaftliche Mitarbeiterin an der HTW Berlin und lehrt seit 2014 entweder als Gastprofessorin oder in Lehraufträgen an der Burg Giebichenstein am Halle, an der ESMUD Berlin, an der HFK Bremen und auch an der German University in Kairo. Ihre Arbeitsschwerpunkte sind Conceptual Fashion und die mediale Produktion von Mode. Bianca arbeitet aktuell an einer Dissertation an der Akademie der Bildenden Künste Wien, wo sie untersucht, wie Social Media die Designprozesse der zeitgenössischen Berliner Modeszene verändert haben. Bianca, ist es dir möglich, den Screen jetzt zu teilen mit uns? Ja, ich versuche das mal. Und damit wäre auch die Bühne. Seht ihr was? Ja, wir bräuchten noch die Präsentationsansicht, weil wir alle Folien sehen oder es ist... Ja, ich lasse das so, weil ich arbeite mit zwei Bildschirmen und da möchte Zoom immer nicht, dass man teilt, dann passiert nichts. Man sieht auch, ist vielleicht nicht schlecht, es wird gar nicht so lang, also wir werden es schaffen in der Zeit. Genau. Dann fange ich an, Elke, oder? Ja, bitte. Ja, danke. Genau, also... Ich würde mich heute hier gern kurz mit ein paar Projekten vorstellen. Also erstmal natürlich die Frage, wer ich denn jetzt bin im Kontext dieses Panels und auch dieses Kongresses. Und sei jetzt nochmal wirklich auch ganz klar betont, dass mein Zugang wirklich einer, der aus der Praxis heraus ist. Wie Elke schon gesagt hat, habe ich halt sehr lange in meiner selbst gegründeten Agentur gearbeitet. Ich habe gebloggt, um zu verstehen, wie Bloggen funktioniert. Ich habe ein Modelabel gegründet und derzeit oder über lange Zeit saß ich halt jetzt auch in
als Board-Member, zum Beispiel bei Studio Schmidt-Takahashi, die sich mit Upcycling auseinandersetzen, mit Rent, die Leihmode sozusagen versucht haben, massentauglich zu machen und eben auch schon das erwähnte Jonatech, was mit KI versucht, im Grunde genommen den Designer zu ersetzen und quasi eine künstliche Intelligenz an den Start gebracht hat, die gestaltet. Ich habe auch ein bisschen Zeit in Paris verbracht, und dort für verschiedene namhafte Prêt-à-porter-Labels gearbeitet. Das alles hat es mir dann ermöglicht, quasi in der Dissertation genau diesen speziellen Zugang zu finden, nämlich einen Practice-led und Practice-based-Zugang, der darauf sich beruft, dass ich halt langjährige Kontakte auch pflege in diese Szene in Berlin hinein und sich auch daraus eigentlich die Fragestellung für die ganze Dissertation ergeben hat, die eigentlich eine ist, so wie ich es empfinde, die wirklich GestalterInnen beschäftigt, die im Modedesign tätig sind. Und genau, dazu sei gesagt, dass ich mit digitaler Ethnographie arbeite, aber auch mit einer Methode, die Listening to Images heißt. Und ich untersuche halt, wie sich der Designprozess von Gestaltern durch Social Media verändert hat. Und ich bin so weit in meinen Erkenntnissen gekommen, als dass es ein sehr stark unterbeleuchtetes Feld ist. Social Media steht gefühlt an jedem Anfang eines Gestaltungsprozesses. Viele GestalterInnen und AkteurInnen in der Mode schauen natürlich auf Instagram, was passiert. Es ist eine Art neue Zeitung geworden oder Newsflash, den ich mir gebe. Und natürlich ist es auch sehr oft das Ende eines Gestaltungsprozesses, in dem ich meine, wie auch immer, gestalteten Prozesse oder Performances, aber auch Objekte abfilme, abfotografiere und wieder hochlade. Es ist also ein sehr, sehr zentraler Ort geworden. Und mein Zugang, um mit den GestalterInnen darüber zu sprechen, ist auch der, als dass ich selber, das seht ihr hier unten, einen Instagram-Account angelegt habe. Ah nee, der ist hier oben. Ich habe einen Podcast, mit dem ich die Leute interviewe, aber auch in Kooperation mit einer anderen Akteurin und Gestalterin in der Mode. Ich habe einen Vimeo-Kanal und bin also dabei, sozusagen wirklich auch in Teilhabe an dem Experiment Instagram, meine Forschung immer wieder auch mit der Community, mit der ich spreche, zu interagieren und diese auch immer wieder zu befragen. Genau. Das sei jetzt erstmal so vorgestellt als eines, also das als ein Projekt, das ich in diesem Kontext verfolge. Darüber hinaus kam in der Dissertation natürlich auch die Möglichkeit, die ja noch nicht abgeschlossen ist, die Dissertation, viel zu lehren. Und ich habe natürlich sozusagen aus der Praxis heraus erstmal angefangen, sehr viel Praxis zu lehren. Und dabei hat aber auch für mich schon immer digitale Kommunikationsform und Plattform eine Rolle gespielt. Hier das Projekt Talkshow Talk, das sich maßgeblich erstmal damit beschäftigt hat, in Kontakt zu treten. Das waren zwei Universitäten, eine in Lahore und eine hier in Berlin. Wir haben nicht gemeinsam gestaltet, sondern wir sind uns erstmal in geschlossenen Facebook-Gruppen begegnet, haben uns gegenseitig Videos geschickt und sozusagen wirklich versucht, auch erstmal Kontakt aufzunehmen. Hier ist ein Projekt, das sich auch mit praktischer Gestaltung auseinandersetzt, Esotopia. Wenn ich nachhaltig, wieso leben wir nicht nachhaltiger, wieso gestalten wir nicht nachhaltiger? Eine vorläufige Idee, vielleicht fehlt uns ja wirklich das Mitgefühl für Menschen an Orten, an denen das furchtbare Folgen hat, den Konsum, den wir feiern, verursacht an vielen Orten der Welt Leid und Krankheit. Genau, und dann haben wir versucht, quasi über Meditation Kontakt aufzunehmen in einem Moment des Mitgefühls. Hier sind auch Befragungen quasi zum Thema Cultural Appropriation in einem Kurs an der ESMOD, den ich gelehrt habe, wo wir uns insgesamt mit dem afrikanischen Kontinent auseinandergesetzt haben und wirklich hinterfragt haben, darf man, möchte man, wie funktionieren unsere Inspirationsmomente und was wollen wir wirklich hinterfragen? Und hier nochmal eine alternative Idee auch zu
Gestaltungsprozessen in BA und MA-Theses, wo es darum geht, sich als Gestalterin nicht nur verbindlich auf eine Skizze zu einigen, von der aus ich meine Gestaltung umsetze, sondern hier ganz groß im Bild tatsächlich skulpturale Gestaltung als Objekt im Mittelpunkt und von dort aus direkt in die Gestaltung des Outfits und des Kleidungsstücks. Ja, das war eine lange Zeit, in der ich praktisch gelehrt habe, das heißt praktische Projekte betreut habe, und dann kam mit der Dissertation die Aufforderung, theoretisch zu lernen, explizit mein Nicht-Lieblingsfach Designgeschichte. Ich habe wirklich auch selbst nur noch vage Erinnerungen about somehow Fashion History und war dann aufgefordert, mich damit nochmals auseinanderzusetzen, und bin natürlich sehr schnell auch zu dem Schluss gekommen, dass eine linear erzählte, westlich wirklich geprägt, kann man schon gar nicht sagen, bestimmte Diktatur der Narrative herrscht, in der Designgeschichte natürlich in Griechenland beginnt, vielleicht auch in Ägypten, aber da finden schon auch Aneignungsprozesse statt, was europäisch und was westlich und was zur Designgeschichte gehört und was nicht. Und dann führt ja gefühlt eine ganz gerade Linie von Griechenland über Rom direkt nach Paris, zumindest bei uns in der Mode. Und ich war nicht gewillt, diesen Narrativ weiter zu unterrichten. Das geht ja nicht nur mir allein so. Jetzt ist aber die Frage, wie kann man das anders machen? Es gibt verschiedene Vorschläge, zum Beispiel von der Fashion and Race Database, wo diverse Forschungen versammelt werden, hauptsächlich in Form von Papern oder auch Bildern. Es ist allerdings für Designstudierende nicht so besonders zugänglich, zumindest für diejenigen, die ich unterrichte und die auch wirklich in der Praxis dann tätig sind und sich nicht in einem Feld der Theorie sehen. Und so bin ich auf die Idee gekommen, kollaborativ mit mehreren Universitäten weltweit Localizing Design Histories ins Leben zu rufen. Wir haben eine Plattform entwickelt, auf der die Erde rund dargestellt wird. Diese Erdkugel ist in alle Richtungen drehbar und bricht also da auch schon mit dem Narrativ der Sichtweise auf die Welt. Also auch im Moment einer Dekolonialisierung von Kartografien sind wir hier sehr sensibel vorgegangen. Es gibt die Aufforderung an die Studierenden, persönliche, kleine oder auch große Designgeschichten zu erzählen. Dinge, die nicht im Designkanon sind und die sie gerne einführen möchten. Dafür setze ich sie in Kenntnis über diverse alternative Recherchemethoden, die quasi aus einem Critical Design heraus entwickelt worden sind. Dann finden Lokalisierungen statt, wo genau. Und dann wird quasi daran geheftet, dieses kleine recorded oder self-recorded Video der Studierenden, welches dann quasi nochmal abschließt hier mit einem Vorschlag auch zu einem Diskurs, der hier in so einem Comment-Fenster angelegt wird, wo der Studierende auch eine Frage stellt an die Community, seine Forschung betreffend, oder auch eine Frage, die er hat. Und hier zum Beispiel ein Ablauf einer Studierenden, der Sandra in Bremen war das Projekt an der HFK, die hier quasi die Ghana Must Go-Tasche vorstellt und auch kulturelle Aneignungsprozesse durch Louis Vuitton humorvoll in Frage stellt, und aber auch mit einem Narrativ der Ernsthaften, oder sie hat auch gesagt, sie möchte es gar nicht ernst nehmen, was da passiert. Sie möchte sich eigentlich nur drüber lustig machen. Genau, das war es von meiner Seite. Und hier habe ich noch gesagt, so bin ich da. Dann teile ich jetzt mal. Ja, herzlichen Dank, Bianca, für diese großen Agenden, die du uns eingeführt hast in deiner Lehre, in deiner Forschung, aber auch in deinen Designpraktiken und globalen Vernetzungspraktiken. Du hast uns auch Keywords mitgebracht, genau, Designwissen lokalisieren, Design Histories aufnehmen, prozessuale Ästhetiken, Datenästhetiken, Traditionen dekodieren. Ja, ich würde dich bitten, das jetzt nochmal hier auf unsere Map zu verorten. Ja, genau, da schreite ich gleich voran. Also besonders wichtig war mir, dass es nicht nur darum geht, Designwissen halt zu mappen. Das wird ja auch von einer Community der Decolonizing Design
auch quasi schon in Frage gestellt, ob nicht bestimmte Sachen damit auch wieder unsichtbar werden, wenn bestimmte Sachen auf einer Map sind und wieder aufhören. Deswegen freue ich mich sehr über diesen Begriff des Lokalisierens und möchte Ihnen das Designwissen lokalisieren, sehe ich natürlich als eine Idee des Zwischenzugang, also Zugängen in einer globalisierten Welt, also bei Zugänge und Globalisierung. Genau. Und dann ungehörte Design Histories aufnehmen, wie ich hier schon geschrieben habe, auch ist ja das deutsche Wort aufnehmen gleichermaßen gilt für Record. Also wir haben diese Momente des Recordings, die ich auch selbst in der Arbeit, aber auch im Localizing Design Histories Projekt habe, aber auch des Umarmens und des liebevollen Aufnehmens. Und das würde ich muss mich jetzt immer so ein bisschen vorbeugen, dass ich das in dem Grid auch sehe. Das würde ich zwischen Dekolonialisierung und Partizipation auf dem Methodenstrang quasi anordnen. Und dann hätten wir noch Wissen in prozessualen Ästhetiken konstruieren. Dazu zählt für mich halt Instagram wirklich als auch eine Einschreibung von diversen Existenzen in der Mode und eine Befragung, ob diese existieren dürfen in immer wieder neuen gebrochenen Momenten. Und das würde ich natürlich im Ästhetikstreifen hintun zwischen Demokratie und Digitalisierung. Dann hätten wir noch Datenästhetiken, die Normen fragmentieren. Die würde ich da eigentlich gleich mit in die Nähe machen, aber die Fragmentierung hat natürlich schon einen sehr kritischen Moment auch, also zwischen Ästhetik und Kritik, weil es auch darum geht, mit Dingen zu brechen, sie auseinanderzubrechen. Und die Traditionen dekodieren, das passiert natürlich in der Rückbetrachtung auch von vermeintlich tradiertem designgeschichtlichem Wissen. Und das würde ich zwischen Ästhetik und Kritik tun, und zwar bei Globalisierung und Dekolonialisierung, also genau in die Ecke. So, ich glaube, die Post-its haben wir weg. Achtung, Elke, du bist stumm geschaltet. Danke. Ich werde es so machen, dass ich in der Umbaupause wieder unsere nächste Sprecherin vorstelle. Wir freuen uns sehr, dass Sarah Owens auch Teil unseres Panels ist, Professorin für visuelle Kommunikation und visuelle Kulturen an der Zürcher Hochschule der Künste. Sarahs Forschungsschwerpunkte liegen auf sozialen und anthropologischen Perspektiven des Designs, aber auch auf der Entwicklung neuer Ästhetiken, Methoden, Kriterien und auch Produkte. Bekannt ist Sarah Owens auch durch mehrere Bände über Designforschung und Theorie, die sie herausgegeben hat oder eben auch Co-Herausgeberin war, unter anderem 94 Strange Sensations, A Dictionary of the Unseen, Unfrozen Design Research Today oder Design Unfolds Contemporary Creative Strategies from Appropriation to Collaboration. Sarah, wir freuen uns sehr auf deinen Vortrag und the floor is yours. Vielen Dank, Elke, fürs Vorstellen. Sieht man meinen Screen? Ist das alles? Ja. Super, okay. Danke. Also ich möchte im Folgenden zwei Forschungsprojekte vorstellen, die sich mit Designerinnen und deren ästhetischen Wissen befassen. Und dann werde ich am Schluss noch kurz darauf eingehen, welche Verbindungen diese Projekte zu meiner Lehre haben. Design is ordinary, so lautet der Titel meiner Dissertation an der University of Reading, die ich 2012 abgeschlossen habe. Und in dieser Forschungsarbeit habe ich mich mit AmateurdesignerInnen oder wie ich sie nenne, AlltagsdesignerInnen befasst, also GestalterInnen ohne formale Designausbildung.
Mein Ausgangspunkt waren visuelle Artefakte, also Schilder, Werbung, Dokumente, Websites, PowerPoint-Präsentationen, die insbesondere seit der sogenannten Demokratisierung des Grafikdesigns, also ab den 1990er Jahren, wirklich einen signifikanten Anteil unserer visuellen Kultur ausmachen. Und das wurde unterstützt durch den erleichterten Zugang zu Gestaltungssoftware und auch der Verfügbarkeit von Designvorlagen. Es wäre jetzt natürlich möglich gewesen, aus den Artefakten selbst zu versuchen herauszulesen, was die Intentionen und Annahmen und Grundlagen des ästhetischen Wissens sind, die eben diese AlltagsdesignerInnen haben und auf deren Grundlage sie auch designen. Aber ich wollte nicht über die Artefakte selbst gehen, sondern mir wirklich die AlltagsdesignerInnen selbst anschauen. Und damit lag dann der Fokus auf den epistemischen und praxeologischen Bedingungen dieser Gestaltung. Ich habe das untersucht durch ethnografische Annäherungen, insbesondere mit Hilfe einer teilnehmenden Beobachtung, einer längeren und mit ethnomethodologischen Interviews. Und diese Methoden haben es mir erlaubt, Design als soziale Praxis zu verstehen, weil ich musste eigentlich diesen professionellen Diskurs und die Ziele, die durch diesen Diskurs gesetzt werden oder die Kriterien, die dadurch gesetzt werden, musste ich versuchen zu umgehen, weil diese mir immer wieder den Zugang zu dieser nicht legitimen Praxis erschwert haben. Also ich musste auch selbst immer wieder mir sagen, jetzt nicht über Mikrotypografie sprechen oder diese Worte verwenden, um überhaupt ins Gespräch mit den AlltagsdesignerInnen zu kommen. Und dabei habe ich dann hauptsächlich herausgearbeitet, auf welche Ressourcen und auf welches Alltagswissen diese AlltagsdesignerInnen zurückgreifen. Aber mir war auch wichtig, wie herauszustellen, welche externen Zuschreibungen und Erwartungen das Designverständnis und das gestalterische Vorgehen von AlltagsdesignerInnen beeinflussen. Gleichzeitig hat sich damit dann auch mein Blick auf professionelle DesignerInnen gerichtet. Sie sind ja diejenigen, die sich durch eine Definition des Anderen, also das Andere sind dann eben die AlltagsdesignerInnen, dadurch definieren sich die professionellen DesignerInnen auch selbst. Also wenn jetzt zum Beispiel behauptet wird, dass AlltagsdesignerInnen unbewusst gestalten oder nur nach persönlichen Vorlieben entscheiden, dann meint das auch im Umkehrschluss, dass eben professionelle DesignerInnen davon ausgehen, dass sie selbst bewusst gestalten und nach objektiveren Kriterien entscheiden. Zudem wird Amateuren, wie sie ja dann auch oft genannt werden, oft entweder ein kompletter Mangel an ästhetischem Wissen zugeschrieben, also sichtbar beispielsweise an den Begriff Non-Designer, also Nicht-Gestalter. Oder es wird eine Art natürliche Kreativität zugeschrieben, die sozusagen aus dem Inneren heraus sprudelt und die dann als Inspiration für professionelle Designerinnen dient. Für mich war ein weiterer Punkt als Forschende, dass eine Veränderung passiert ist, und zwar mit mir selbst, da ich mit größtmöglicher Offenheit auf die Sichtweise und die Praxis dieser AlltagsdesignerInnen zugehen wollte. Und das war somit eine Art Verlernen der eigenen Design-Expertise, die mir dann einen neuen Blick auf bekannte Prozesse erlaubte. Im Verlernen lässt sich dann neu erfahren und befragen, worin eben das eigene implizit vorhandene Wissen besteht. Dann gehe ich zu dem zweiten Projekt über, das nennt sich Are You Good Enough? Und das entstand in Verbindung mit einem größeren Forschungsprojekt namens Art School Differences. Das war eine Zusammenarbeit zwischen drei Schweizer Hochschulen. Und in dem wurden Mechanismen der Inklusion und Exklusion in der Kunst- und Designausbildung eben an Hochschulen reflektiert.
und es wurden Möglichkeiten zur Demokratisierung und Pluralisierung gesucht. Are You Good Enough untersucht den Begriff des guten Designs und seine Rolle in der kontemporären gestalterischen Ausbildung in der Form einer Installation, die man jetzt hier eben sieht, einen kleinen Ausschnitt davon. Und das war eine Art, könnte man sagen, verdinglichte Diskursanalyse. Dort wurden Akteure und Aussagen hervorgehoben, die sich auf Güte, also Goodness, beziehen oder darauf anspielen innerhalb des Design-Diskurses, sei es bezogen auf Qualität oder auf Moral oder auf soziales Engagement. Und gleichzeitig habe ich versucht herauszustellen, wie Design-Curricula bestimmte Haltungen, Werte und Überzeugungen normieren und auch normalisieren, die sich manchmal schon mit dem decken, was auch Studierende sich als Ziele setzen, aber oft auch auseinanderklaffen. Und deshalb habe ich den Zitaten, die hier aus diesem professionellen Design-Diskurs eben stammen, dem habe ich Interview-Aussagen von Studierenden gegenübergestellt, die eben dann auch zeigen, wie sie mit diesen Erwartungen, die an sie gestellt werden, versuchen umzugehen. Diese immer neu verhandelte Rolle des guten Gestalters oder der guten Gestalterin habe ich dann nochmal versucht, mit einer Reihe von Plakaten nachzuspüren. Das sind Sätze, die ich genommen habe von einer professionellen Organisation für GrafikdesignerInnen. Und dort diese Aussagen könnte man auch sehen als normierende Charaktermerkmale. Und ich habe da eben Plakate daraus gemacht unter Verwendung von Designvorlagen, die eigentlich für AlltagsdesignerInnen gedacht sind. Also genau diejenigen, die aus professioneller Sicht auf jeden Fall niemals gute GestalterInnen sein können. Das Projekt basiert auf einer partizipativen Aktionsforschung und wurde gemeinsam mit Studierenden durchgeführt. Wir wollten Absichten, Prozesse und Situationen innerhalb der Designausbildung lokalisieren, identifizieren. Also immer schauen, wo normierende Aussagen, Narrative oder Annahmen besonders spürbar werden und wo wir diese verändern können. Und das beinhaltet auch die Frage natürlich, inwiefern das ästhetische Wissen, das wir vermitteln, beziehungsweise die Art und Weise, wie wir das vermitteln, normierend und deshalb auch ultimativ ausschließend wirken können. Dann gehe ich über zu meiner Lehre mit dem Titel, also ich habe mir jetzt so eine Art Thema gesetzt, das ist eben Design and Open Inquiry. Wir haben einen forschungsorientierten Master und in dem ist es mir besonders wichtig, die Studierenden zu ermutigen, dass sie kollektive, ergebnisoffene Untersuchungen machen. Das Ziel ist dann weniger, dass wir einen Konsens erreichen oder so eine Art, eine Wahrheit für uns festsetzen, sondern es ist vielmehr geht es darum, Erfahrungen und Phänomene als vielschichtig und komplex aufzufassen und wirklich darüber nachzudenken, wie wir unsere Welt konstruieren, wie wir sie navigieren und verstehen. Das ist also eine untersuchende, beobachtende Haltung, die voraussetzt, dass wir offen sind, dass wir mit Ungewissheiten zurechtkommen oder diese tolerieren lernen und dass wir vorgefasste Meinungen ausklammern. Die Studierenden sollen sich der Situiertheit ihres ästhetischen und auch sonstigen Wissens bewusst werden. Und ich ermutige sie auch dazu, dass sie sich durch ihre Suche verändern lassen. Also anstatt einfach das zu suchen, was sie glauben, bereits zu wissen. Also dass sie wirklich auch selbst diesen Prozess der eigenen Veränderung durchgehen. Das Verlernen und das Infragestellung der eigenen Praxis und die damit verbundenen Verständnisse, also warum befolgen sie bestimmte Regeln, warum distanzieren sie sich von bestimmten Gestaltungsformen, was und wer hat ihr Wissen geprägt,
Das soll nicht dazu dienen, Studierende zu verunsichern. Es geht mir vielmehr darum, dass sie erkennen, dass es eben auch andere Verständnisse von Design gibt, dass es andere Perspektiven auf Design gibt, die sie einnehmen könnten oder die sie mittels ihrer Praxis anderen zugänglich machen könnten. Und das stellt zur gleichen Zeit auch die Annahme in Frage, dass GestalterInnen eine Sichtweise auf die Welt haben, die universell ist, also sodass sie jegliches visuell-kommunikative Problem lösen können. Da bin ich sehr kritisch darüber und betone immer wieder eben diese Situiertheit und auch diesen Zugang, den wir zwar mittels unserer Praxis haben können, aber die immer auch nur eine Perspektive oder ein Verständnis ist unter sehr, sehr vielen anderen. Das wäre schon von meiner Seite. Vielen Dank. Genau, ganz herzlichen Dank. Sarah, du bist ja mit einer sehr großen Agenda zu uns gekommen, mit deinen Keywords, total spannend, von eben New Ways of Speaking About Design, Troubling the Discipline, Troubling Truth, Troubling Access and Equity und auch Post-Anthropocene Perspective, wie Situated Knowledge sind für dich die zentralen Keywords dieser großen Agenda. Wie würdest du die jetzt erstmal hier nochmal situieren in unserem Grid und in Relation auch zu den Projekten, die vorher schon sich hier angesiedelt haben? Ja, also dann beginne ich gerne mit Situated Knowledge, weil ich das jetzt auch als letztes angesprochen habe. Das würde ich verorten unter Zugänge und Demokratie. Genau. Und Access und Equity ist, glaube ich, dann auch etwas, was ein Zugang ist oder eine Idee, vielleicht auch ein Vorhaben, eben diese Pluralität zu erreichen. Das würde ich dann eben auch unter Zugänge stellen, zusammen vielleicht zwischen Partizipation und Demokratie. Genau. Und dann gehen wir vielleicht zum Punkt Unlearning. Das habe ich ja jetzt auch in meiner Praxis, Forschungspraxis, aber auch in meiner Lehre nochmal ausgeführt, ist dieser eigene Prozess des Verlernens und sich dadurch bewusst werdens, was man eigentlich tut oder was man weiß. Das würde ich sehr klar als eine Methode bezeichnen und aber auch vielleicht mit ein bisschen in Ästhetik mit hinein und unter dem Punkt gekreuzt mit der Dekolonialisierung. Perfekt. Und dann vielleicht noch das Post-Anthropocene, also die Perspektive, dass wir nicht allein sind als Menschen auf der Welt, sondern dass es ganz, ganz viele Akteure gibt, die wir beachten sollten, wenn wir gestalten. Das würde ich unter Klima und Nachhaltigkeit und Zugänge verorten. Und dann kommen noch zwei Keywords Sätze, die sich sehr klar, würde ich sehr klar unter Kritik stellen. Das ist einerseits dieses Troubling the Discipline, also die Disziplin selbst in Frage stellen, Kriterien, Regeln, Verständnisse, Annahmen, würde ich da unter Kritik und Dekolonialisierung und Partizipation. Und ist das so genau? Und New Ways of Speaking ist auch ganz klar kritisch gemeint und würde ich dann noch unter so ein bisschen unter Troubling the Discipline bei Partizipation hineinstellen. Ja, genau. Danke, Felix. Ja, danke, Sarah. Wir werden sicherlich auf die Agenda nachher nochmal in der Diskussion zurückkommen. In der Umbaupause, in der digitalen, stelle ich schon mal unsere nächste Sprecherin vor, Angeli Sachs. Wir freuen uns auch sehr, Angeli, dass du Teil dabei bist bei unserem Panel und bei unserer Diskussion. Sie ist Kunsthistorikerin, denke ich auch vielen als Kuratorin und Professorin und Leiterin des MA Art Education Curatorial Studies bekannt an der Zürcher Hochschule der Künste.
Ihr Schwerpunkt ist das Verständnis, das ein integriertes Verständnis von Ausstellen und Vermitteln, die Frage der Objektkontexte und der gesellschaftlichen Rolle des Museums. Es gibt zahlreiche Ausstellungen und Publikationen zu Architektur, Design, Kunst und Kultur des 20. Jahrhunderts und der Gegenwart gemacht. Zuletzt Social Design Museum für Gestaltung in Zürich, Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg oder Ausstellen und Vermitteln im Museum der Gegenwart gemeinsam mit Carmen Mörsch und Thomas Siebert 2012. Ja, Angeli, wir freuen uns auf deinen Vortrag. Die Folie ist schon da. Genau, jetzt ist noch Sarah eingeblendet. Nein, jetzt kommt Angeli. Super, du müsstest dich noch unmuten. Und dann sind wir perfekt auf Sendung. Gut. So, meine Stummschaltung aufheben. Hört man mich? Hatte ich eigentlich gerade gemacht? Ja. Ja. Gut. Alles klar. Ja, ich freue mich sehr, heute hier dabei zu sein in dieser Runde und habe schon sehr viele interessante Anregungen aus den Vorträgen vorher und mitgenommen und auch viele Anknüpfungspunkte schon gesehen, wie sich die Dinge verbinden. Ich möchte mich auf eine Ausstellungs... Moment, wieso geht es jetzt nicht weiter? Jetzt. Ich möchte mich gerne auf eine Ausstellungstrilogie beziehen. Elke hat sie gerade schon ein bisschen angesprochen, die ich für das Museum für Gestaltung Zürich kuratiert habe. Nature Design 2007, Global Design 2010 und Social Design 2018, das anschließend noch in Hamburg und Braunschweig gezeigt wurde bis dieses Jahr. Und bei allen diesen Ausstellungen und auch noch anderen, für die ich verantwortlich war, interessiert mich das Verhältnis von Design und Gesellschaft. Und mein Versuch ist, in einem transdisziplinären Vorgehen Design, Architektur und Kunst mit kulturellen und gesellschaftlichen Kontexten zu verbinden. Und dabei werden die Exponate in ein thematisches Netzwerk eingebettet, das auf diese Weise komplexe Zusammenhänge sicht- und erfahrbar machen soll. Und dies soll dann wiederum die Grundlage für Reflexion und Diskussion bilden und spielt die Debatte so wieder in den Diskurs zurück. Und um in einer Designausstellung diese Diskursivität und Anschaulichkeit zu erreichen, ist ein integriertes Konzept von Ausstellungskuration, Vermittlung und Szenografie wichtig. Ich habe für die Szenografie bei allen diesen drei Ausstellungen mit Frederik Redele zusammengearbeitet. Und ich gebe es einfach mal kurz jeweils so ein Szenenfoto. Nature Design könnte man als eine Collage von Exponaten bezeichnen, zu einer Reihe von Themen und historisch relevanten Perioden, die das Thema jeweils gemeinsam verdichten. Global Design untersucht das komplexe Thema Globalisierung mithilfe einer Reihe von Inszenierungen, in denen verschiedene Aspekte sichtbar gemacht werden. Und Social Design ist eine etwas weniger objektorientierte, man könnte fast sagen Informationsausstellung, in der mithilfe verschiedener Medien den Themen zusammengefasste, beispielhafte Projekte vorgestellt werden. Und wegen der Komplexität dieser Ausstellung werde ich mich bei meinen weiteren Ausführungen auf Global Design konzentrieren, bei der ich für das Konzept mit Philipp Ursprung zusammengearbeitet habe. Kurz gesagt, die Globalisierung und ihre Auswirkungen auf die verschiedensten Bereiche der Gesellschaft wird in dieser Ausstellung als ein Zusammenspiel politischer, wirtschaftlicher, technologischer, ökologischer, kultureller und gestalterischer Prozesse betrachtet, die eine transdisziplinäre Betrachtungsweise erfordern. Die Ausstellung, und es hat zu allen drei Ausstellungen jeweils ein Buch gegeben, zeigt, wie sich die globalisierte Welt seit den 1970er Jahren im Design manifestiert und wie Design für die globalisierte Welt entwickelt wird. Und dabei wird von einem erweiterten Designbegriff ausgegangen, der Architektur, Grafik, Medien, Mode, Produkt- und Industriedesign genauso umfasst wie das Design von Lebenswelten, Kommunikations- und Produktionsprozessen. Und neben der globalen Vernetzung in den Bereichen Mobilität, Kommunikation, Produktion, Handel und Kapital werden die Globalisierung im Verhältnis zum Regionalismus, der Container als tragendes Element der Globalisierung, globale Trends und Kulturtransfer dargestellt. In der Ausstellung wurde die Idee des Global Village gewählt, um diese komplexen Themen in eine Form zu bringen. Diese Skizze stammt aus einem Workshop von Frederik Dedele und mir 2 Jahre vor der Eröffnung, in dem wir die thematische Struktur der Ausstellung entwickelt haben.
Und diese Art von Brainstorming ist unglaublich wichtig, weil man sieht auch immer in der Vergleichausstellung und Buch, eine Ausstellung hat einfach ihre eigene Erzählstruktur, die man entwickeln muss, um eben dieses Ausstellungserlebnis überhaupt möglich zu machen. Im definitiven Grundriss für die Ausstellungshalle des Museums für Gestaltung Zürich anderthalb Jahre später sortiert sich das noch einmal ein bisschen anders. Ich konzentriere mich in der Folge auf die Längsachse hier und auf diese Querachse. Und da machen wir noch einen kleinen Ausflug hierhin. Wir sehen, das Bild haben wir vorhin schon mal gesehen, hier eine Business Lounge der Swiss mit zwei Vielreisenden, eine Spezies, die während der Corona-Pandemie vorübergehend oder vielleicht für immer außer Mode gekommen ist. Dass es sich um Zürich handelt, ist neben dem Bildschirm mit den aktuellen Abflügen, den sehen wir noch in einem anderen Bild, auch an der Airport Zürich, die sehen wir hier links, von Peter Fischli und David Weiss ablesbar. Dies ist sozusagen die Basis, von der wir unsere Reise durch Global Design starten. Die Architektin und der Investmentbanker, ausgestattet mit iPhone und Laptop, Rollkoffer im Handgepäckformat, auf einem internationalen Flughafenterminal, all das sind zeitgenössische Symbole einer privilegierten Welt in Bewegung, in der der freie Zugang, und wir wissen alle, dank Corona sieht das im letzten Jahr sicher ganz anders aus, so eine Grafik, in der der freie Zugang zum Internet und die weltweite Kommunikation unabhängig von Zeit und Raum möglich sind. Dabei bewegen sich neben Informationen, Gütern und Kapital vor allem Menschen. Die Querachse der Ausstellung ergänzt diese Situation durch weitere Aspekte. Wir haben eine Reihe von künstlerischen Arbeiten zur kritischen Befragung der Phänomene der Globalisierung ausgewählt. Auf der linken Seite zeigen Armin Linkes Fotografien ein kritisches Panorama der globalisierten Welt. Wir sehen hier zwei Fotografien zum G8-Gipfel in Genua und zu Computermüll in China. Auf der rechten Seite haben wir die Themen Mobilität, Migration und Kulturtransfer beleuchtet. Dazu gehören eine Reihe von internationalen Flughäfen, die einen Bezug zum Lokalen herstellen, indem sie den Sense of Place betonen, zum Beispiel hier der Beijing Capital International Airport von Foster & Partners, der den chinesischen Drachen zitiert. Aber mein größeres Augenmerk gilt noch dieser Arbeit. Didier Faustinos Körpercontainer Body in Transit ist das scharfe Kontrastprogramm zu den privilegierten Businessreisenden oder Touristinnen und beschäftigt sich mit der weltweiten Migration, die den gefährlichen Weg in eine ungewisse Zukunft bedeutet, die oft nicht mit der Aufnahme im Zielland und einem fair bezahlten Arbeitsplatz verbunden ist. Hier ein Statement des Künstlers zu dieser Arbeit. Body in Transit befasst sich ganz unmittelbar mit der Frage der Agnosie unter Machthabern. Außerdem verurteilt es Anti-Immigrationshaltungen als Einschränkung der Bewegungsfreiheit und Koexistenz von Völkern. Dieses extreme und gewaltsame Objekt verleiht dem Unakzeptablen eine Form und macht das Unsichtbare sichtbar. Es fordert die Rhetorik durch Handeln heraus bis an den Punkt, wo der Körper seinen fragilsten Zustand erreicht hat und der tödliche Ausgang Gewissheit ist. Zitat Ende. Ich habe anhand dieses Kunstwerks aber auch etwas Wichtiges über unterschiedliche Perspektiven gelernt und es hat mich sehr nachdenklich gemacht. Nora Landkammer hat in Zusammenarbeit mit geflüchteten Menschen und der Autonomen Schule Zürich in dieser Ausstellung ein Projekt durchgeführt, das in einem Bleibeführer für Zürich resultierte. Ich habe diese Gruppe mehrfach getroffen, zu Beginn zu einem gemeinsamen Besuch der Ausstellung. Sie sahen in diesem Container kein Objekt, mit dem geflüchtete Menschen versuchen, Aufnahmeländer zu erreichen, sondern hatten die Assoziation, dass dieser Container zur Ausschaffung von abgelehnten Asylbewerberinnen dient. Vorne in der Ausstellung haben wir mit Mobilität begonnen. Am Ende der Längsachse zeigten wir Handel. Seit den 1970er Jahren übertrumpfte Handel mit Waren, Dienstleistungen, Geld, ja auch mit Ideen und Zukunftsprognosen die Herstellung von Gegenständen. Entsprechend hat sich die Vorstellung von Wert verändert. Volle Lagerhäuser sind ein Zeichen von Stagnation, aber leere Container durchaus tolerierbar. Was bedeutet es für das Design, wenn der Prozess wichtiger wird als der Gegenstand, der Austausch wichtiger als die Akkumulation? Wie ändert sich die Vorstellung von Raum und Zeit, wenn sich alle Kräfte darauf konzentrieren, das aus dem Weg zu räumen, was den reibungslosen Fluss von Waren und Informationen stört? Und hier, denke ich, haben wir auch dank Corona eine neue Wahrnehmung. Erstens, dass die
Lieferkette immer wieder unterbrochen war oder noch immer unterbrochen ist teilweise. Und das andere ist dieses steckengebliebene riesige Containerschiff, was den internationalen Warenverkehr doch für einige Zeit lang lahmlegte. Die Längsachse der Ausstellung lief direkt auf die Arbeit Fish Story von Ellen Sekula zu, die schon von Weitem zu sehen war und so den Kulminationspunkt von Global Design bildete. In dieser Arbeit zeigt Sekula die Mechanismen des globalisierten Handels auf der Reise eines Containerschiffs von New Jersey nach Rotterdam. Die Ausstellung wurde, sinnvollerweise von einem reichen Vermittlungsprogramm begleitet. Und zum ersten Mal integrierten wir auch einen Ort für Vermittlung direkt in die Ausstellung, wo ein Platz mit Arbeitstischen Literatur zu den Themen der Ausstellung bereithielt. Und dazu haben wir einen, ich muss zugeben, nicht sehr erfolgreichen, weil sowas muss man auch erst mal lernen, Global Design Blog eingerichtet, in dem in der Ausstellung und außerhalb über das Thema der Woche diskutiert werden konnte. Unser erstes Thema lautete, was verkörpert für Sie Globalisierung? Ich habe aus dem Blog auch mitgenommen, dass man Fragen in solchen Kontexten direkter und emotionaler stellen muss. Ein kurzes Fazit. Das ästhetische Wissen in meiner Praxis oder in diesem Fall in der kuratorischen Praxis, wie ich sie anwende, entsteht durch das Medium Ausstellung, in der eigenes Wissen und Erfahrungen der Besucherinnen mit der Ausstellungserfahrung verbunden werden und so wieder in die Wissens- und Diskursproduktion einfließen. Und selbstverständlich ist dieser Prozess auch für die Kuratorin wirksam, weil ich würde sagen, auch mein eigenes kuratorisches Wissen, meine eigene kuratorische Herangehensweise hat sich von Ausstellung zur Ausstellung, das, was ich durch sie gelernt habe, was ich verlernt habe, verändert. Vielen Dank. Ja, danke für diese auch sehr große Agenda, die deine Ausstellungen setzen, Angeli. Du hast uns Keywords genau geschickt, eben Globalisierung, Gesellschaft, Transkulturalität, Demokratie, Netzwerke, Partizipation und Nachhaltigkeit. Vielleicht nachher nochmal in der Diskussion zu ergänzen, durch auch postpandemische jetzt Perspektiven. Ja, jetzt auch nochmal ein letztes Mapping für deine Keywords hier, bevor wir dann in die Pause gehen gemeinsam. Okay, ich sehe, dass sich viele dieser Begriffe fast aufgelöst haben, sozusagen in den Kategorien des Boards. Ich werde sie trotzdem mal versuchen zu verorten. Fangen wir mit Gesellschaft an. Gesellschaft würde ich in diesem Fall auf die Schnittstelle Zugänge und Demokratie setzen wollen. Weil es geht im Prinzip hier um dieses Interesse an Gesellschaft und gesellschaftlichen Prozessen und das doch von der Herangehensweise in einem demokratischen System. Globalisierung, so wie sie hier aufgefasst wird, ist eindeutig mit Kritik verbunden. Und würde, man müsste fast so ein bisschen eine Sache machen, ich würde es mal zwischen Dekolonialisierung und Partizipation ansetzen, aber da ist es schon ziemlich voll, also irgendwie in dieser Gruppe dort einfach. Transkulturalität, ja, auch Globalisierung und auch in dieser Gruppe Dekolonialisierung, Partizipation, auch dort. Wir sehen, da gibt es einen richtigen Cluster. Ja, Demokratie, das ist natürlich jetzt auch hier Kategorie, dann bitte zur Gesellschaft und vielleicht Methode tun. Gehen wir auf die Schnittmenge Methode. Felix, bitte. Und was habe ich? Netzwerke. Methode und Partizipation. Ja, und all diese kritischen Ansätze nutzen gar nichts, wenn man daraus nichts entwickelt, was nachhaltig ist in jeder Hinsicht. Und deswegen das Stichwort Nachhaltigkeit, bitte zu Nachhaltigkeit und Methode. Ja, vielen Dank. Ja, ganz herzlichen Dank. Wir sind perfekt in unserem Zeitplan. Ich gebe den jetzt hier gerade nochmal hinein. Das heißt, wir haben jetzt eine kurze Pause bis 10:30 Uhr.
und würden dann in unsere Panel-Diskussion einsteigen. Ich würde sagen, die Map kann einfach so stehen bleiben über die Pause, weil wir dann nachher auch wieder einsteigen. Und wie gesagt, 5 Minuten jetzt Pause für uns. Bis gleich, heißt 10.30 Uhr. Bis gleich. Bis gleich, danke. Ja, leider sind die 5 Minuten schon wieder vorbei. Ich bitte alle Panelisten, sich wieder zuzuschalten und würde auch vorschlagen, dass wir jetzt, wenn möglich, für die zweite oder für unsere abschließende Diskussion vielleicht alle Panelisten einblenden, wenn möglich, in der Recording- und Speaker-View. Sehr spannend, dass wir hier alles gesehen haben. Ja, genau. Ich habe es jetzt schon in den Chat nochmal geschrieben, vorschlagen, die Panel-Diskussion so in zwei Teile zu gliedern. Das eine, dass wir nochmal über die Keywords im Sinne auch von Urgent Issues oder auch im Sinne von einer Agenda nochmal sprechen. Es sind eben auch schon Angeli hat gerade gesagt, also dass sich Designbegriffe Sparten erweitert haben im Zuge dieser hier links genannten verschiedenen Prozesse der Globalisierung, Dekolonisierung, Partizipation etc. Und meine erste Frage wäre vielleicht nochmal an Sarah erst. Und dann vielleicht an Angeli so ein bisschen in Response zu euren Kriterien, die ja sehr große Agenden aufmachen, diese Keywords. Ihr seht, jetzt haben sich da auch schon viele andere Projekte so ein bisschen drumherum positioniert. Sarah, wie gesagt, du hast sehr große Perspektiven genannt aus deiner Sicht auch als Designanthropologin, die die Disziplin sehr radikal auch in Frage stellt, mit Unlearning, Troubling the Discipline hineingeht. Vielleicht kannst du da noch mal was dazu sagen und vielleicht auch zu dem, wie du jetzt die Projekte hier siehst und dann vielleicht auch Angeli, du noch mal mit deinen Agenten quasi Gestaltung und Gesellschaft neu auch zu situieren, da als Response. Gerne. Also es geht ja darum, dass wir uns immer wieder sozusagen, wir als GestalterInnen beschäftigen wir uns mit sehr, sehr vielen Themen und gehen die auch kritisch an. Und mir ist es immer wieder ein Anliegen, dass wir uns selbst auch immer wieder hinterfragen.
hinterfragen. Also dass wir immer wieder schauen, auf welchen Kriterien basieren wir unsere Entscheidungen, wer hat diese Kriterien bestimmt, wer definiert, wer ein Designer oder eine Designerin sein darf oder nicht oder ist oder nicht. Und dass das immer wieder auch in der Designausbildung ein Thema sein kann. Und damit einfach aufzeigt, dass wir auch einerseits nicht in einem luftleeren Raum agieren, aber dass es auch ganz, ganz viele verschiedene Verständnisse von Design gibt. Also es ist halt so, ich bin jetzt seit 12 Jahren unterrichte ich, oder eigentlich seit 15 Jahren unterrichte ich sehr viel, und ich bin halt immer so ein bisschen dagegen, dass sich das alles so homogenisiert und standardisiert und dass dann am Ende der Designausbildung alle nur eine Sache können oder ein Verständnis haben von Design. Und da das immer wieder ein bisschen zu brechen, dass das eigentlich, ja, es könnte jetzt sein, dass das sehr große Ergänzung oder sehr langfristig gedacht ist, aber es kann auch immer wieder im Kleinen stattfinden, dass wir sagen, komm jetzt hin, fragen wir uns doch mal, warum gehen wir jetzt davon aus, dass Designforschung so und so sein muss. Ja, danke. Genau, Angeli, was genau, wie siehst du deine Agenten in Relation zu Sarah, aber auch den anderen Projekten, die hier sich jetzt verortet haben? Ich würde mich erstmal versuchen, auf Sarah zu beziehen, weil das faszinierende Parallelen gibt zwischen dem, was sie in Design unterrichtet und ich in Curatorial Studies unterrichte. Und da kann man insgesamt eine sehr dynamische Entwicklung über die letzten 10 Jahre eigentlich ausmachen. Also bestimmte Dinge, die wir damals im Diskurs wichtig fanden, sind noch immer wichtig, aber es hat sich sehr, sehr viel verändert und es sind viele Agenten dazugekommen. Und dieses Troubling the Discipline würde es, glaube ich, wirklich perfekt ausdrücken. Also ob das der ganze transkulturelle, antirassistische, dekoloniale Diskurs ist, der eine Riesenrolle spielt, oder jetzt Postanthropozän. Also ich sehe auch immer an dem, was die Studierenden interessiert, was wirklich aufzieht und was wichtig wird. Oder die Art, wie Vermittlung sich verändert in einen wirklich offenen Raum, in dem sich die Institutionen und die Menschen, die dorthin kommen, auf Augenhöhe oder immer mehr auf Augenhöhe begegnen können. Da passieren wirklich viele, viele Dinge, die in dem, was, in dem Fall würde ich es auch erweitern auf das, was die anderen teilweise, auch Martina zum Beispiel oder die Projekte, die anderen Projekte, die vorgestellt wurden, es tauchte eigentlich überall auf, wie diese Dinge immer mehr im Dialog, in der Partizipation, in anderen Kontexten entwickelt werden. Und was mich persönlich dann vielleicht bei der Ausstellungsarbeit, die aber die Lehre und Forschung immer wieder befruchtet, das war also über all die Jahre etwas, was immer so ein Ping-Pong gemacht hat, was mich also, das grundsätzliche Wort sind einfach auch Kontexte. In welchen Kontexten bewegen wir uns und wie macht man die sichtbar und wie geht es praktisch von den Kontexten in diese Arbeit hinein und wieder zurück in diese Kontexte. Und ich kann mir einfach zum Beispiel ein Design, was nicht auf Kontexte Rücksicht nimmt, schlicht und ergreifend eigentlich nicht vorstellen. Das ist für mich wirklich der wichtige gesellschaftliche Aspekt. Ja, sehr interessant. Es ist ja dann auch methodisch sozusagen eine Absage an die Designerly Ways of Knowing, also oder so eine universelle Sicht darauf. Und Fabian, genau. Du würdest gerne vielleicht darauf beziehen. Ja, genau. Was mir auffällt, ist, dass auch die Rückmeldung unserer Studierenden für diese Themen irrsinnig positiv ist. Ne? Also im 4. Semester haben wir jetzt gerade ein Interface für eine Espresso-Maschine gemacht. Das müssen die auch können irgendwie. Aber diese kritischen Themen, das finden die toll. Und das ist super. Das sind ganz tolle Diskussionen. Und also zumindest in meinem Fall, ohne die Studierenden würde es ja gar nicht funktionieren, dass die mit intrinsischer Motivation auch kritische Themen angehen. Das finde ich toll. Das ist bei euch wahrscheinlich ähnlich. Ich frage mal in die Runde. Ja, ich würde sonst noch mal meine Frage an die Martina richten. Ist es bei dir ähnlich? Du gehst ja von einer auch feministischen Agenda aus in deiner Lehre, jetzt in deiner Lehre der Designtheorie und Designforschung, die sich dann natürlich auch mit den
Programmatiken verschränkt. Du bist auch nochmal methodologisch hier sehr engagiert, die Disziplin voranzubringen. Vielleicht könntest du da noch mal ein bisschen was dazu ausführen. Ja, gerne. Ja, zunächst einmal zum, hatte ich fast vergessen, einen feministischen Zugang zu haben, weil es für mich mittlerweile so selbstverständlich geworden ist, es über die Kopplung von Gestaltung, Produktion und Konsum mitzunehmen. Also das Alltägliche, wie wir es ja auch in Sarahs Arbeit noch einmal gesehen haben oder auch bei Bianca, da drin auszugreifen von der rein professionellen Praxis und dem Besprechen und Erforschen des sogenannten guten Designs, das im Kanon der Museen und der Designbücher aufgenommen ist. Ne? Also auch dieses, und das ist ja sehr oft auch dem weiblichen und dem privaten Reich zugesprochen. Also darüber kommt mein großes Interesse dran, das zu verschränken, diesen Dreiklang Produktion gestalten und konsumieren auch, ne? Als, weil die sich ja auch ganz stark gegenseitig beeinflussen. Und zum anderen, das Methodologische finde ich auch immer wieder sehr spannend, das weiterzuentwickeln, die Kreativmethoden des Designs zu verschränken mit den sozialwissenschaftlichen Methoden und da Wege zu gehen, die ganz situativ sind. Ja, und da werden ja auch jedes Mal eigene Forschungssituationen geschaffen, aus denen dann wiederum Gestaltungssituationen resultieren oder umgekehrt, die sich in gewisse Gestaltungssituationen einbetten. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert. Und was mir auch noch total gut gefallen hat, auch zum Anschluss an Sarahs Arbeit auch nochmal die Gestalterinnen, die zum Beispiel in den Commons-Projekten vorgestellt werden. Das sind zum Großteil keine professionell ausgebildeten Gestalterinnen. Ne? Das hatte ich ja jetzt nicht dezidiert erwähnt, aber das sind einfach Leute, die sich entweder zusammengetan hatten und einer oder eine darunter konnte das oder Betroffene, die sich Partner gesucht haben, über die sich ihre Arbeiten realisieren lassen, aber die ist nicht per se aus einem Design-Kontext heraus entstanden, nicht vom Professionellen. Und das spiegelt sich natürlich auch in dieser offenen, prozesshaften Ästhetik wider. Ja, ich würde gerne auch noch mal Bianca dich fragen, wie du deine Keywords und Agenten so im Kontext dieses Clusters sehen würdest. Ja, ich finde es erstmal total spannend, dass sich dass sich überhaupt auch Cluster ergeben. Ich hätte jetzt auch angenommen, dass es auch das ist ja ein sehr, sehr spannendes Grid und man würde jetzt ja sicherlich nicht sagen, dass einen jetzt das Thema Klima und Nachhaltigkeit nicht interessiert und Digitalisierung für viele von uns keine Rolle spielt. Deswegen habe ich jetzt quasi in so einer Vorannahme damit gerechnet, dass wir eher so breit gestreut liegen und jetzt sehe ich hier doch so Cluster vorliegen. Das finde ich natürlich wirklich sehr spannend, weil es auch ja Konzentrationen eben beinhaltet, auf die wir uns irgendwie konzentrieren, regelrecht. Ne? Und wir haben also quasi ja hier was bei den Zugängen, dass da viel los ist, bei den Methoden und auch bei der Kritik, aber eben so, dass die Kritik so ein bisschen mit der Ästhetik kuschelt irgendwie so. Also dass irgendwie anscheinend das Kritische und das Ästhetische irgendwie so ein Konglomerat eingehen und Zugang und Medium irgendwie auch irgendwie zusammenhängen. Also das finde ich jetzt gerade besonders interessant und dass wir uns, wenn wir uns so waagerecht anschauen, doch sehr in Momenten der Dekolonialisierung, der Partizipation und Demokratie aufhalten. Ich nehme das jetzt erstmal so wahr, ehrlich gesagt, so und bin da auch ganz begeistert und muss auch sagen, dass ich das auch nur bestätigen kann, ne? Dass quasi wir für lange Zeit zum Thema Klima und Nachhaltigkeit sehr intensiv gearbeitet haben und ich das tatsächlich auch sehr schön gefasst finde von der Sarah zu diesem Post an Anthropozän, also dass es in diesen Gedanken mittlerweile für mich auch hinübergegangen ist, ja.
Und uns alle aber anscheinend wirklich dieser Moment der Teilhabe, der Demokratie und des Unlearnings eben in diesen, aus den dekolonialen Perspektiven beschäftigt. Genau, Fabia hatte sich gemeldet. Wo du gerade, Bianca, sagst, ne, Ästhetik und Kritik, die kuscheln da irgendwie so ein bisschen. Ich musste an das Prinzip der Schluckimpfung denken. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt aus Kindheitstagen. Ne? Da gab es Impfstoffe, die sehr bitter waren, die man aber irgendwie schlucken musste. Und die wurden auf einen Zuckerwürfel draufgeträufelt, damit es dann irgendwie nicht so schlimm schmeckt. Und vielleicht ist das das, was wir hier machen. Wir nutzen Design als Zuckerwürfel und Ästhetik, um aber eigentlich die Message der Kritik nämlich dann rüberzubringen und dass sie auch geschluckt wird. Ja, ich denke, das ist jetzt so eine ganz gute Überleitung eigentlich auch. Ich gucke auch natürlich auf die Zeit zu unserem zweiten Punkt. Vielleicht, Bianca, magst du da nochmal quasi darauf Bezug nehmen, welche Rolle für dich jetzt die ästhetische Wissensproduktion spielt und wie du die jetzt auch nochmal so lokalisieren würdest? Ja, also das interessiert mich tatsächlich sehr, weil ich mich ja in diesen digitalen Räumen ja sehr viel auch aufhalte in meiner eigenen Forschung. Und jetzt nochmal zurück, also jetzt auch als Antwort, wenn wir jetzt wirklich in den Dialog gehen wollen, also auch auf Fabian. Ich habe vermehrt umgedreht das Gefühl, dass ich sozusagen eine kritische Haltung ganz stark über eine Ästhetik markiert. Mhm. Und diese Markierungen finden eben über diese Abgrenzungsprozesse zu Perfektion und Normierung statt. Und dass diese, also genau, dass ich mich verweigere, irgendeine Art, und ich habe das halt in diesen Instagram-Verläufen bei diesen GestalterInnen auch so wunderbar beobachten können, also gefühlt alles wie bisher, ich zeige mein Zeug irgendwie, dann plötzlich, also ich möchte das jetzt an der Stelle nicht profanisieren, aber das findet ja in den Verläufen der Instagram-Accounts selber statt, die Profanisierung, dass deswegen jetzt bitte als Zitat verstehen, Hashtag Black Lives Matter, Hashtag MeToo, Hashtag Fridays for Future, somehow Issue Networks get in. Und danach beginnen dann oftmals diese gebrochenen und kitschigen und stickerbehafteten, ungelenken Ästhetiken aufzutauchen in den Instagram-Verläufen. Und meine Vermutung ist, dass man quasi so die eigene kritische Auseinandersetzung eben damit zeigt. Genau, und das wäre jetzt für mich tatsächlich so eine Idee, die diesen ästhetischen Moment begleitet und die damit quasi auch alles andere an so einen Ort der Nicht-Kritikfähigkeit oder Nicht-Auseinandersetzungswilligkeit auch wieder im Ästhetischen zurückverweist, also explizit an diesen gestalterischen Orten, an denen ich forsche jetzt, ja. Genau, ihr nickt beide, Fabian und Bianca. Ich würde jetzt gerne nochmal zu dem letzten Schritt auch des Mappings kommen. Ihr habt ja auch dazu Quotes vielleicht nochmal vorbereitet, dass ihr mal beginnt mit euren Perspektiven und dass wir die nochmal einzeichnen, wie wir das auch geplant hatten. Wer von euch beiden mag beginnen? Fabian, magst du beginnen und Bianca dann anschließen? Habe ich mein Quote richtig im Kopf, wenn ich sage, dass ästhetisches Wissen eine grobe Vorahnung dessen ist, was das Design mit den Betrachtern machen wird? Yes. Gut. Dann ist das mein Quote. Und ja, ich glaube, ich bleibe da in meiner Komfortzone. Ne? Die ist ja irgendwo zwischen Partizipation und vielleicht Medium. Da würde ich sie mal reinpacken. Ziehen wir das jetzt da rein? Felix, machst du das jetzt? Felix zeichnet jetzt eine... Genau. Sieht sie da hinein. Bianca, vielleicht könntest du schon mal ausführen und Felix wird dann erfolgen mit seiner Zeichnung. Du bist stumm geschaltet, Bianca. So, genau, also diese größere Äußerung auch zu den Ästhetiken, also würde ich natürlich da eben zwischen
Ästhetik, also es ist schwer, also eigentlich gehört sie ja zwischen Ästhetik, Kritik, aber auch Methode, weil das ist ja auch irgendwie ein sehr methodisches Vorgehen, um bestimmte Sachen zu kennzeichnen, um genau, also da würde ich das eine sehen. Und ich habe ja noch was dazu gesagt, auch das ist quasi diese Wirkmechanismen von den Datenästhetiken. Ich glaube nämlich auch, dass es nicht nur darum geht, dass wir es somehow, Haltung quasi in den digitalen Raum verhelfen, sondern dass natürlich umgedreht die Verhandlung im digitalen Raum auch auf unsere Verhaltensweisen ganz klar zurückwirkt. Ja, und dass diese Wirkmechanismen, und ich denke zum Beispiel allein das Aufkommen dieser ganzen Thematiken und, und Perspektiven auch, dass die sehr stark damit zusammenhängen, dass wir eben auf einen Ort des Social Media blicken, in denen zum Beispiel auch also Menschen, die ich untersucht habe, ganz klar Momente der Cultural Appropriation, die ihrem Werk widerfahren sind, in einem Call-out gegenüber großen Firmen auch äußern können. Ja? Und dafür sozusagen auch das in ein Bewusstsein kommt. Man kann, es ist wunderschön zu sehen, wie das oftmals dann sozusagen so durch alle Kanäle erstmal fließt. Ja, genau. Also dass diese Datenästhetiken auch einen Wirkmechanismus in reale Räume hinein haben. Und das würde ich, ja, das weiß ich jetzt nicht so genau, wo ich das vielleicht bei Medium, irgendwie Zugang und Medium, ich muss ich nochmal drüber, da kann ich jetzt nicht so ad hoc, gucke ich mal. Okay, dann würde ich aber trotzdem vorschlagen, wir machen weiter, weil genau, vielleicht Martina, wo würdest du nochmal, wie würdest du deinen ästhetischen Zugang charakterisieren, wo ist er und auch situieren? Ja, gerne. Also ich interessiere mich ja dafür, wie Teilnehmende in kollektiven Forschungsprozessen darunter auch die Dinge, also die Objekte, einerseits ihr kulturelles Wissen materialisieren und andererseits über die Dinge zum Austausch ihrer Wahrnehmungen und ihres Wissens anregen und dieses dann je nach Prozess weiterverarbeitet wird. Und demnach würde ich das zur multisensorischen Wissensproduktion, zur Methode / Ästhetik geben, weil es hier ja auch immer geht um das Zusammentreffen eines ästhetischen Erfahrungsraums mit einer individuellen oder kollektiven ästhetischen Erfahrung, in der wieder unterschiedliche Wissensformen aufeinandertreffen, körperliches, implizites, explizites Wissen und dieses dann wieder weiter verarbeitet wird. Also eindeutig zwischen Methode, Ästhetik und vielleicht können wir das direkt zum Geld. Ah, es ist schon da, das Pfeilchen. Wunderbar, danke. Genau, dann würde ich vielleicht genau anschließend Angele fragen, weil sich ja auch einige Dinge, glaube ich, bei Martina und dir in den Zugängen überschneiden, dass du nochmal bei uns kurz gefasst sagst, was so deine ästhetischen Zugänge sind oder die wichtig sind und wo du auch nochmal genau die Ästhetik in diesem Feld verorten würdest. Okay, das Zitat hieß ja praktisch, das habe ich vorhin auch schon mal erwähnt, dass das ästhetische Wissen in meiner Praxis, wobei ich mich dann jetzt nicht auf die Lehre beziehe, sondern aufs Kuratieren, durch das Medium Ausstellung entzieht und in deren eigenes Wissen und eigene Erfahrung mit der Ausstellungserfahrung verbunden werden und so wieder in die Wissens- und Diskursproduktion einfließen. Und ich würde das verorten, ich würde gerne so bei Demokratiepartizipation ist die eine Linie und sonst würde ich das zwischen Medium und Methode ansiedeln, also zwischen Educating People und Shaping the Future. Ja, dann würde ich dich nochmal fragen, Sarah, du hast ja auch gesagt, dass du Designwissen oder Designästhetiken auch vielleicht auch ähnlich wie Martina sehr in Frage stellst, auch deren Relationierung zu Alltagsästhetiken. Und würde dich bitten, das nochmal ein bisschen darzulegen, deinen Zugang zur Ästhetik und auch mal nochmal zu schauen, wie du das situieren würdest hier in den Feldern. Genau, also ich habe da so das Zitat oder der Versuch von mir, das mal so zu fassen. When other possible approaches of designerly engagement with the world begin to unfold for the professional designer, they point towards forms of knowing, acting and thinking that were abandoned
when being formally trained as a designer or having practiced within the field of design. Das ist genau dieses Verlernen, das ich meine, also das vielleicht, wenn das mit diesem Unlearning Post-it verbunden werden könnte, das bewusste Verlernen, um sich der eigenen Expertise oder woraus die eigene Expertise überhaupt besteht, da wieder ein Bewusstsein dafür zu bekommen und dadurch das hinterfragen zu können. Und dann habe ich noch ein Zitat von Rebecca Solnit, eben wo sie eigentlich über Künstler spricht, dass Künstler, also Artists, get you out into the dark sea of the unknown and the unfamiliar. Und das würde ich gerne mit situated knowledge verbinden, mit diesem Post-it. Auch dieser Ansatz, überhaupt nicht vor dem Ungewissen Angst zu haben oder das sozusagen kontrollieren zu wollen, wie ja viele DesignerInnen vielleicht auch ausgebildet werden, dass sie Ordnung schaffen müssen, dass sie etwas kontrollieren müssen, sondern das auf sich zukommen lassen und das dem eigentlich begegnen wollen. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank. Gibt es in der Runde noch weitere Comments und Responses oder auch aus dem Publikum Q&As zu den einzelnen Projekten, zu den Punkten, Gedanken? Dann bitte ich nochmal um Äußerungen. Dicht, dann würde ich sagen, das war auch ein sehr schönes Schlusswort, Sarah, für den Panel und würde mich dann an dem Punkt von allen herzlich verabschieden, von allen ZuhörerInnen herzlich verabschieden, würde bitten, das Recording zu beenden und die DiskussionsteilnehmerInnen noch kurz im Panel zu bleiben. Wir haben eben noch ganz kurz Zeit auch für eine Nachbesprechung. Ganz herzlichen Dank an euch alle und auch an die Deutsche Gesellschaft für Ästhetik, die uns diesen Rahmen für die Diskussion und das Experiment des Mappings den Raum zur Verfügung gestellt haben.